Ich heiße Henrike und ich bin für die freie Impfentscheidung. Als Mutter und nun auch werdende Mutter bin ich dafür, dass wir als Eltern für uns und unsere Kinder in die volle Eigenverantwortung gehen für unsere Gesundheit und wie wir mit unserem Körper umgehen. Es geht darum, aus der Angst vor Krankheit in die Liebe und Eigenverantwortung zu gehen. Hallo, ich bin Mama von zwei wunderbaren, gesunden Jungs und ich möchte bitte ganz gerne in Zukunft auch weiterhin entscheiden dürfen, was ich meinen Kindern Gutes tue und was nicht. Wo kämen wir denn hin, wenn eine Regierung für uns das Denken übernimmt? Ich bin eine mündige, verantwortungsbewusste Mutter und ich sage Nein zur Impfpflicht. Hallo, ich bin gegen eine Impfpflicht, weil es in meine persönlichen Rechte eingreift und ich gerne selbst entscheiden möchte, was ich impfe und was ich nicht impfe, welche Medikamente meinem Körper zugefügt werden und welche Giftstoffe und welche nicht. Hallo, mein Name ist Barbara. Ich bin gegen die Einführung einer Impfpflicht in Deutschland. Meine körperliche Unversehrtheit und die körperliche Unversehrtheit meines Kindes ist mir sehr, sehr wichtig. Von daher möchte ich auch weiterhin selber entscheiden können, ob ich mich oder mein Kind impfen lasse oder nicht. Impfungen können Nebenwirkungen haben, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Deshalb Impfpflicht, nein, danke. Ich lasse mich nicht schwingen. Nervengifte, diverse Krankheiten, Fremdeiweiße, was weiß ich, was noch alles in diesen Ampullen steckt, in mich oder in meine Kinder oder demnächst auch in meine Tiere impfen zu lassen. Man muss sagen, halt, so, es geht, so geht es nicht weiter. Man muss dem Ganzen einen Riegel vorschieben, weil das ist der Anfang. Wir müssen aufstehen und jetzt sagen, nein, hier so weit und nicht weiter. Ich bin gegen die Impfpflicht und für eine freie Impfentscheidung, weil mein Sohn nach einer Tetanusimpfung eine schwere Panenzephalitis bekommen hat. Wir haben keinen Nachweis, dass das ein Impfschaden ist. Und nun stehen wir wieder vor der Frage oder vor der Pflicht zu sagen, wir müssen ihn impfen. Das bringe ich nicht übers Herz. Wie soll ich das verantworten, wenn ihm wieder was passiert? Nein. Mein Name ist Bernhard Schoen. Ich bin gegen Impfzwang. Impfen soll freiwillig bleiben. Ich habe mich sehr lange mit dem Thema Impfen beschäftigt und bin auf ein sehr gutes Buch gestoßen. Das ist dieses hier. Darin sind alle Informationen enthalten, die notwendig sind, um mit dem Thema Impfen kritisch und wahrheitsgemäß umzugehen. Hallo. Meine Meinung zum Thema Impfzwang lautet ganz klar Nein. Nein zu einem Gesetz, was solche gruseligen Folgen nach sich zieht. Ganz klar Nein zu medizinischen Zwangsmaßnahmen. Nein zum Impfzwang, danke. Hallo, ich bin gegen die Impfpflicht, weil sie gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit verstößt. Meine beiden Kinder sind gänzlich ungeimpft und kerngesund und ihr Immunsystem konnte sich frei und ungestört entwickeln und das wünsche ich allen Kindern. Hallo, ich bin gegen den Impfzwang, weil es aus meiner Meinung nicht sein kann, dass ein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit aufgrund des Profilierungsdrangs eines ambitionierten Gesundheitspolitikers geopfert wird. Wenn man wirklich die Impfquote von 92% auf 95% ungefähr steigern hätte wollen, dann hätte es noch andere Möglichkeiten gegeben, als eine dumme Kampagne wie Deutschland sucht den Impfpass zum Aufkündigung eines Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit. Andere Methoden wären einer Demokratie gerechter werden. Aber dafür hätte man sich anstrengen müssen und Demokratie ist nun mal anstrengend. Regierende Führungskräfte, die immer noch mit Gewalt herrschen und agieren, die haben nicht begriffen, dass Gewalt gegen Gewalt erzeugt und sind damit ihres Amtes nicht würdig, denn nicht fähig. Das Impfpflichtgesetz verstößt gegen die Grundrechte und ist somit nichtig.